Dieser Beitrag ist spontan entstanden. Ich bin noch unterwegs, aber ich dachte mir, ich muss das jetzt kurz eben kommentieren. Aus der Überschrift zu diesem Video, Ruf nach Aufarbeitung in einem Tribunal für die Verbrechen, die begangen worden sind. Das klingt dramatisch und es ist auch nicht der Ruf, den ich erhebe, sondern ich möchte das einfach nur kommentieren, was sich gerade vollzieht. Das British Medical Journal, also eine der angesehensten Wissenschaftsjournale der Welt, hat in einem Beitrag des Mitherausgebers Karem Abashi dafür plädiert, dass die Verbrechen, die sozialen Verbrechen, die im Zuge der Pandemie durch politisches Fehlversagen begangen worden sind, geahndet werden müssen. Und das ist eine Sensation, die auch für Deutschland, das wage ich jetzt einfach mal hier so zu konstatieren, Bedeutung haben wird. Dieser Beitrag ist den werde ich nachher verlinken hier in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung zu diesem Video. Der ist gestern erschienen und er ist sinngemäß überschrieben mit dem Titel Gewählt und nicht rechenschaftspflichtig. Und das ist etwas, was hier tatsächlich ein großes Problem zu sein scheint. Tatsächlich ist es ein Problem, dass unsere gewählten Repräsentanten in der Politik hier jetzt über ein Jahr eine Katastrophe angerichtet haben, sowohl was die Anzahl der existenten Todeszahlen angeht, wie auch immer sie zustande gekommen sein mögen, ist es eine wirkliche skandalöse Entwicklung, denn das, was in Bezug auf die tatsächlichen Toten von Covid-19 zu verzeichnen ist oder zu verzeichnen sein wird, je nachdem, wenn man das nochmal neu bewertet, ist trotzdem etwas, was sich hätte vermeiden lassen können mit den entsprechenden evidenzbasierten Maßnahmen. Und das ist der springende Punkt. Das British Medical Journal nimmt hier Stellung dazu, dass die Maßnahmen auf der Welt ein ganz mieses Management, ja genau, dass die Maßnahmen auf der Welt insgesamt fast ausschließlich nicht evidenzbasiert sind. Es werden in dem Artikel einige Länder namentlich erwähnt. Deutschland wird nicht namentlich erwähnt, aber das macht die Situation für Deutschland nicht viel besser. Im Gegenteil, auch in Deutschland wurden nicht evidenzbasierte Maßnahmen angewendet. Das fängt bei dem PCR-Test an, der letztendlich nicht evidenzbasiert ist und zur Grundlage der ganzen Maßnahmen gemacht worden ist, weil darauf die Diagnostik abgestimmt ist. Das hätte man niemals so machen dürfen. Auf diesen Punkt geht der Artikel nicht direkt ein, aber es ist klar, dass auch das eine Aufarbeitung bedarf. Aber was der Artikel sagt, ist, dass tatsächlich die Maßnahmen hätten evidenzbasiert sein müssen und es hat früh bereits Rufe dafür gegeben und diese Rufe wurden nicht erhört. Und deswegen ist die Frage, wie sich die Bevölkerungen letztendlich ihr Recht verschaffen können, was die Aufarbeitung dieser Folgen angeht. Und da ist der Ruf unter anderem nach Abwahl von Regierungen, aber auch nach juristischer Aufarbeitung in einem Tribunal. Auch der Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird in dem Artikel erwähnt. Und noch einmal, es geht um das British Medical Journal. Es ist so ungefähr wie die Times des Wissenschaftsbetriebes. Wenn man die amerikanischen Journals als New York Times und Washington Post vielleicht vergleichen möchte, unabhängig von der Tatsache, dass auch diese Medien, die ebenfalls kritisiert werden in dem Beitrag, hier sich alle nicht mit Ruhm bekleckert haben, sondern alle ihren Auftrag kritischer Nachprüfung von Regierungshandeln versäumt haben. Aber das BMJ ist eine der weltweit angesehensten Wissenschaftszeitschriften. Und wenn die Politik so anklagt, wie sie es hier tut in diesem Beitrag, dann sollte uns das aufhorchen lassen und es sollte uns auch mutig sein lassen. Was ist also tatsächlich der Vorwurf? Die nicht evidenzbasierten Maßnahmen, Lockdown inklusive, wo es keine Evidenz dafür gibt, dass die etwas erwirken. Möglicherweise kann man sagen, dass weniger soziale Kontakte natürlich auch zu weniger Infektionen führen, aber dagegen steht der hohe Schaden, hohe Kollateralschaden durch die Begleit,
Umstände, die mit dem Lockdown herbeigeführt worden sind, bis hin zu den Suiziden durch wirtschaftliche Zerstörung, bis hin zu den Toten durch unterlassene Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen von ernsten Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Schlaganfall und dergleichen. Das alles sind Begleiterscheinungen des Lockdowns, die ebenfalls bewertet werden müssen. Und vor diesem Hintergrund gibt es keine Evidenz, dass Lockdown eine Pandemie tatsächlich nennenswert beschränken können. So, vor allem aber geht es um den Punkt, und der ist mir ganz wichtig, dass hier die sich früh abzeichnenden Möglichkeiten von Maßnahmen, das Virus und die Krankheit Covid-19, die es natürlich nach medizinischer herrschender Übereinstimmung gibt, dass diese Krankheit Covid-19, dass das schwere Lungenversagen, dass diese Krankheit mit herkömmlichen schon vorhandenen Medikamenten hätte behandelt werden können. Diese Beispiele sind unter anderem das Medikament Hydroxychloroquin, was in Frankreich durch Professor Raoult sehr früh, sehr erfolgreich angewendet worden ist und was nie ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Und dort, wo es in Erwägung gezogen wurde, wurde es mit überhöhten Dosierungen gemacht, die dann dazu führen mussten, dass es ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis für diese Untersuchung gibt. Das zweite Beispiel ist Ivermectin. Auch dieses Medikament ist seit langem auf dem Markt, es ist sicherheitserprobt, es ist für den Einsatz gegen Parasiten vor allen Dingen angewendet, aber es hat auch antivirale Maßnahmen. Und das ist etwas, worum es hier geht. Diese Maßnahmen sind nie ernsthaft geprüft worden und das ist ein großes Versagen der Politik. Und auch das ist etwas, was man evidenzbasiert hätte sehr viel früher, sehr viel schneller, sehr viel besser untersuchen können. Darauf weist dieser Artikel nicht namentlich hin, aber es ist ein Hinweis, den ich hier einfach zur Erläuterung noch einmal geben möchte. Es ist etwas ganz Entscheidendes unterlassen worden und auch dafür muss sich Politik rechtfertigen. Diese Krise hätte niemals so schwer werden dürfen. Wir hätten die Wirtschaft nicht so zerrütteln dürfen und wir hätten andere Maßnahmen zur Abwehr von körperlichem, gesundheitlichem Leid durch einen Virus, der ein Atemwegsvirus ist, bei bestimmten Personengruppen. Das hätte mit anderen Maßnahmen früher behandelt und eingedämmt werden können. Dass es nicht geschehen ist, lässt die Frage offen, warum nicht? Und hier kommt natürlich auch dann der Nutznießer der Impfstoffindustrie ins Spiel. Möglicherweise wird deswegen dieses Video auch nicht lange hier auf YouTube stehen. Wenn ihr es also runterladen könnt und sichern könnt, dann tut es bitte. Das heißt aber ganz klar ist es, wenn diese alternativen Möglichkeiten der Behandlung mit Hydroxychloroquin, Ivermectin, vielleicht sogar gibt es noch andere Medikamente, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, die man hätte verwenden können, um einen Virus zu behandeln und um die Pandemie damit gar nicht erst entstehen zu lassen oder frühzeitig einzudämmen. Wenn das genutzt worden wäre, hätte es niemals die Rechtfertigung gegeben, hochproblematische neue Technologien für die Impfstoffindustrie in großem Maßstab mit Menschen anzuwenden und dadurch großes Leid in Kauf zu nehmen. Teilweise ist es auch schon angerichtet, weil eben schon mehrere hundert Menschen durch diese Maßnahmen jetzt verstorben sind. Diese Verantwortung trägt die Politik auch in Deutschland, weil die Debatte, die wissenschaftliche Debatte über diese angemessene Antwort auf diese Herausforderung niemals geführt worden ist. Und da muss sich auch die Bundesregierung einem Gericht stellen, entweder dem Gericht durch den Wähler oder aber einer juristischen Aufarbeitung. Das war mir wichtig, das jetzt hier nochmal zu sagen. Ich grüße euch. Bitte ladet dieses Video herunter und sichert es, weil im Zweifelsfall durch diese klare Aussage auch YouTube möglicherweise wieder dazu beitragen wird, solche Ansagen, solches Klartextreden zu löschen, zu zensieren. Das darf nicht sein. Wir müssen diese Debatte führen, auch wenn sie für manche Politiker sehr schmerzhaft werden dürfte. Dafür haben wir den Rechtsstaat und dieser Rechtsstaat ist jetzt gefordert. Vielen Dank. Alles Gute.